Ja, einen wunderschönen guten Morgen wieder. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder mich begleitet auf meiner Fototour. Heute bin ich in der Rhön unterwegs. Hinter mir ist die Schornhecke. Also hier unten ist ein schöner Parkplatz, kann man wundervoll parken. Unfassbar schön. Ja, heute früh war es noch drüber hier. Alles Nebel, kaum irgendwas zu sehen, leicht genieselt. Eigentlich wieder wie immer, ja, überlegt man sich fünfmal, ob man losgeht oder nicht losgeht. Aber man sieht hinten im Himmel, so langsam klart es auf hier. Unfassbar schön wieder das Wetter. Bezaubernd, herrlich. Ja, ich will mal eine kleine Wanderung machen über den Heidelstein. Oder rund um den Heidelstein. Mal gucken, was mir hier so vor die Linse springt. Wenn es euch interessiert, seid ihr herzlich eingeladen, mich zu begleiten. Wir hören uns, meine Lieben. Ja, die Wanderung, hier hinten sieht man den Heidelstein, den Turm. Der Wanderweg, einmal geht hier hüben so eine Asphaltstraße hoch, wenn man sich die Füße nicht dreckig machen will, geht hier so eine Asphaltstraße hoch zum Heidelstein. Oder man läuft direkt hier nebendran diesen Wanderweg hier hoch. Oben, das nennt sich, glaube ich, dann die kalte Küche. Schauen wir mal. Ja, auch von hier unten, also ich bin auch in der Nähe von der Schornhecke, hat man schon wundervolle Ausblicke. Ich drehe das Ganze mal rum. Ja, viel sieht man nicht auf dem Pocket, auf dem Weitwinkel. Aber hier hinten drin ist dann dieser Hochrhönring. Hier rüber schön die Ausblicke hier auf die hohe Rhön hier. Das Land der offenen Fernen. Ja, meine Lieben, erster Fotospot gleich von der Schornhecke. Was wird sein hier? 500 Meter soll hier dieser Baum hier sein, der hier in dieser kahlen, weiten Landschaft hier drin ist. Man sieht auch im Himmel wieder so schön Zeichnungen drin. Das soll mein erstes Motiv sein. Ich weiß nur noch nicht, wie ich den hier so richtig ins Bild kriege, ob ich hier jetzt in der Hocke fotografiere und ziemlich viel von diesen Grasboden hier mitnehmen oder ob ich mehr Himmel mit ins Bild nehme und wie ich, in welches Drittel ich den jetzt hier setze. Schauen wir mal. Ja, der Kameraausschnitt so ungefähr wie hier. Das ist natürlich ein bisschen weitwinkliger. Ungefähr, ja, soll der Weg hier noch mit drin sein. Dann hier den Baum, den wollte ich eigentlich so ins rechte Drittel kriegen. Und dann im Hintergrund hier diese weitläufige Landschaft. Nun ist hier unten drin, ja, hier unten drin ist noch so ein Moos-Grasbüschel. Den wollte ich eigentlich auch noch mit ins Bild reinkriegen. Ich habe mal jetzt mehrere Bilder gemacht. Einmal aus der Hocke. Dann mein rechte Drittel, linke Drittel, dann mal ohne diesen Weg, mit Weg. Das beste Bild, was mir am besten gefällt, oder zwei Bilder, blende ich euch dann mal ein. Wir hören uns.
Ja, wer ebenfalls hier unterwegs sein will, also wie gesagt, nochmal Parkplatz Schornhecke, dann läuft man hier auch zum Heidelstein. Nicht weit, wenn man hier weiterlaufen würde, käme an diesen Wasserfall, an diese Teufelsmühle, kann man ebenfalls von hier laufen und dann wieder hier zurück. Auch eine schöne Wandertour. Oder im Hintergrund sieht man, ist nicht weit, ist der Eisgraben, der Wasserfall. Und ebenfalls hier hinten, nicht weit von hier, ja, mit dem Auto, 7 Minuten, 8 Minuten, ist man an der Thüringer Hütte. Dort kann man hervorragend, unfassbar schön speisen. Eine Empfehlung von mir, Thüringer Hütte, Klöße und Rouladen, also keine Grisauce, dieses Zeug, was ich ja in Frankfurt schon mal, ja, was man mir übel genommen hat. Die Grisauce. Nein, hier sind wir am Rouladen-Äquator. Hier hinter mir, Thüringer Hütte, hier gibt es die besten, geilsten Rouladen, besten, geilsten Klöße. Hammer Empfehlung. Gibt natürlich auch kleinere Speisen, wenn man nur ein Butterbrot essen will, kann man dort auch Butterbrot mit Senf oder was weiß ich was, einen Kaffee trinken. Hausgebackene Kuchen, alles top. Hausgebackene Torten, top Empfehlung. Wie gesagt, über diesen Ding hier drüber hüpft, kommt man runter nach Bischofsheim. Drüben ist der heilige Berg der Franken, sind von hier vielleicht auch nur, ja, was wird sein, 8 Kilometer, ist man auf den Berg der Heiligen, auf den heiligen Berg der Franken. Das sind die Mönche, brauen ihr Bier selbst. Ebenfalls tolle Empfehlung von mir. Also wieder, wie schon in anderen Videos angesprochen, hier hat man auf engstem Raum unzählige Möglichkeiten, sich hier zu Fuß auszutoben, fotografisch auszutoben. Liebe Freunde, wir hören uns. Ja, meine Lieben, auch von dieser Stelle hier wieder ein schönes Foto mitgenommen. Ich gehe mal hier aus dem Bild. Ja, das Ganze dann wieder hier, wieder die offenen Fernen. Dann hier die, hier so eine Krüppelbäumchen hier drin, die kleinen Bäumchen. Dann wieder hier dieses unfassbar schöne Gras. Das auch so ein Bildausschnitt, den ich mir jetzt hier gewählt habe. Ich bin übrigens bis jetzt die Bilder mit dem, ja, 15 bis 30, also mit meiner Canon R Vollformat, 15 bis 30 mm kann man hier super fotografieren. Eignet sich auch hier das 24 bis 105. Wir hören uns. Ja, hier zieht sich's so richtig schön nach oben. Hier haben wir dann gleich wieder einen neuen Fotospot. Ebenfalls unfassbar schön. Ja, hier an meiner Stelle hier angekommen. Wieder ein paar schöne Bildchen hier gemacht, die ich euch mal vorstellen möchte. Also ein paar verschiedene Bildausschnitte mit diesen schönen Baum hier im Hintergrund, den man hier sieht. Mein Pech ist natürlich in letzter Zeit, egal wo ich bin, bei mir im Wald, hier in der Rhön, wenn ich hier irgendwo rumtappe, ständig sind sie mit den Motorsägen hier unterwegs. Nicht stören an diesen Gekreische. Wir hören uns. Oder was heißt, wir hören uns? Ich will euch ja jetzt den Bildausschnitt vorstellen. Ja, der erste Bildausschnitt, so ungefähr wie hier mit diesem Baum hier drin. Dann der Weg hier runter und hinten wieder die weitläufige Landschaft. Hier drin ist auch noch so ein Bäumchen. Ungefähr, ja, Bildausschnitt wie hier. Dann einfach
hier rüber gelaufen an diesen Baum und dann hier mal hier durchfotografiert. Hier unten ist eine Bank, die wollte ich jetzt nicht drin haben, aber hier diese Extradur, Rhöne Extradur und dann hier diese die Äste hier drin mit und dann wieder die Landschaft nach draußen und dann einfach einmal von hier ja, dass hier dieses Gelände hier mit drin ist, oben Framing, dann der Weg von unten hier hochkommt, wieder in die Landschaft hinaus, der Himmel ebenfalls wieder schön strukturiert und vor allem durch die Sonne ist jetzt das alles hier so richtig schön im Sonnenlicht, wirklich schönes Licht. Dann einfach ein kleines Stückchen nach vorne, dann ungefähr wie hier, dass aus der rechten Ecke dieses Gelände hier so reinläuft, oben wieder so ein bisschen Framing, ja, das sieht man hier komisch auf den Teil. Und dann jetzt hat man natürlich einen größeren Blick hier in diese Landschaft hinaus. Diese drei Bildchen, meine Lieben, folgen jetzt. Aber ihr seht es ja wahrscheinlich hier im Hintergrund, wenn man hier hochkommt, sieht man es ja hier hinter mir. Kann man das drehen. Hier hinten sieht man da die schöne Bank, wo man dann diesen fantastischen Ausblick in die Natur hier raus hat. Hier ist der Blick dann, den man von dieser Bank hat. Absolut, absolut genial hier. Ja, das nächste Motiv dann hier oben, so ein schöner verkrüppelter Baum. Ich drehe euch mal rum. Und wir laufen da einfach mal hin. Ja, der Baum voll im Gegenlicht. Die Sonne ist genau oben drüber. Die Sonne scheint dann so schön hier oben durch. Hier der Baum wird so schön, ja, Backlight, Hintergrundlicht, den möchte ich mir mitnehmen. Vor allem das Moos, das hier drauf ist, wird so schön angestrahlt. Nur das Problem ist, ich kriege hier keinen Sonnenstern hin, weil die Sonne einfach so ein bisschen verschleiert ist von den Wolken. Und ja, keine Chance hier, einen Sonnenstern hier hinzukriegen. Obwohl, jetzt wird die Sonne wieder ein bisschen intensiver. Thank you.
Ja, dann hier oben angekommen. Das nennt sich hier Kalte Küche. Das ist so eine Gedenkstätte für die Gefallenen des Rhön-Clubs. Ganz toller, toller, besinnlicher Ort. Auch hier ringsrum überall Bänke aufgestellt, wo man hier rasten kann, laben kann, sich entspannen kann. Jetzt hört man mal keine Motorsäge, sondern die Meisen, die hier so in Bäumen sitzen, tun ein bisschen so ihr Tralali, Tralala singen. Ganz, ganz, ganz herrlich. Aber wie gesagt, ein Ort für die Gefallenen des Rhön-Clubs. Hier ein bisschen Andacht zeigen, ein bisschen ja, innehalten, ein bisschen schweigen. Tut vielleicht auch mal ganz gut. Meine Lieben, wir hören uns. Ja, meine Lieben, habe mir aber hier jetzt trotzdem mal ein Bildchen auch mitgenommen, zwei Stück. Ich zeige euch mal meinen Bildausschnitt hier. Drehe ich mal rum. Wieder drehen, wie Pocket. Ja, so ungefähr. Also ich möchte hier den Baum hier mit so andeutungsweise vom Rhön, von den Wanderwegen, die Plaketten, Rotes Moor, Rhöner, Extratour, Rhön-Rennsteigweg vom Rhön-Club, der E3, der E6 führt hier durch. Dann hier hinten die Gedenkstätte. So ungefähr soll dann so ungefähr soll das Bildchen dann sein. Man sieht es wieder hier hinten, der Rhön-Club. Ganz, ganz toller Ort hier. Auch der Wind säuselt so leicht hier drüber. Also ganz irgendwie ja, eigenartige Stimmung hier. Aber wirklich, wirklich herrlich. Kann ich jedem empfehlen, hier mal herzukommen. Wie gesagt, vom Parkplatz Schornhecke hier hoch sind vielleicht 500 Meter. Weiter ist das nicht. Man muss halt diese kleine Steigung hier bewältigen, aber kein Problem. Ja, auch hinter mir ist so ein schönes Bäumchen. Ich drehe mal rum. Ja, man sieht hier Bildausschnitt. Ist dann ungefähr wie hier. So ungefähr ein bisschen höher drehen, weil oben kommt die Sonne jetzt auch hier so schön durch. Auch hier vorne der Boden wird alles schön angestrahlt. Das Bildchen, meine Lieben. Meine Lieben, man tritt dann hier aus den Wald ist übertrieben. Hier stehen immer so Baumgruppen, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Jedenfalls, wenn man hier von dieser kalten Küche hier, ich drehe euch mal rum, aus dem Wald hier raustritt, sofort ist man wieder im Land der offenen Fernen. Ganz, 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 ganz herrlich hier wieder. Und ja, so schnell tut sich die Landschaft hier verändern. Und ich weiß nicht, ob man es in Pocket sieht. Hier drüben, also hier sind wir auf dem Heidelstein, der hier links von mir ist. Und hier hinten, weiß nicht, ob man es hier auf dem Pocket sieht. Hier drüben ist schon die Wasserkuppe. Sind
von hier, ja, Luftlinie, es wird sein 6 Kilometer, mit dem Auto ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, es liegt hier alles sehr, sehr eng zusammen. Ich muss noch mal drehen. Ach, ja, das ist immer mit diesem Pocket. Hier hinten die Wasserkuppe und dann ganz, dann hier hinten drin ist dann der Schafskopf. Von der Wasserkuppe runterläuft, ebenfalls ein absolut tolles Fotomotiv. Kann ich nur empfehlen, vor allem Schafskopf ist Sonnenuntergangsmotiv. Herrlich dort. Ja, meine Lieben, hinter euch nächstes Motiv. Das ist wieder dieser Baum hier, den ich mir ebenfalls mitgenommen habe. Einmal ungefähr aus dieser Perspektive, dann ein bisschen hier rüber. Gut, kriege ich jetzt nicht, dann sieht man ja links hier ein Sendemast von Heidelstein. Dieses Bildchen. Dann habe ich ihn mal ins linke Drittel gesetzt. Und dann hier rüber diese Aussicht hier ebenfalls mitgenommen. Ach, Leute, geht raus, genießt die Natur. Ich bin schon wieder absolut begeistert. Echt, was wir hier für eine Natur haben, unschlagbar, unschlagbar. Wir hören uns. Nächstes Motiv, ungefähr das gleiche wie jetzt, nur mit einem unfassbar schönen Baum. Hier dieser Weihnachtsbaum hier, wird sich gut als Weihnachtsbaum machen. Schön aufs rechte Drittel, dann hinten die Wasserkuppe mit ihrer Kuppel und hier links dann irgendwo sieht man dann wieder diesen Pferdskopf. Ja, ebenfalls tolles Motiv, Schlag auf Schlag hier. Ja, dann auch von hinter mir wieder, ebenfalls der gleiche Baum wie gerade, ebenfalls ein Bildchen mitgenommen. Also das ist, bewegt sich heute alles hier auf 15 bis 30 mm mehr. Oder ein anderes Objektiv habe ich nicht drauf gehabt. Bin hier ja, bei Gegenlichtaufnahmen gegen die Sonne, wo ich eigentlich diesen Sonnenstern haben wollte, Blende 22. Aber die Sonne, die ist einfach zu milchig. Also das sind irgendwelche Schleier davor, da kriegst du keinen Sonnenstern weiterhin. Ich habe es probiert, mein Bestes gegeben. Wir werden es ja dann an den Bildern sehen, aber gut. Zu dem hier hinter mir, drehe ich euch mal rum. Ja, hier habe ich mir mal 3 Bilder gemacht. Einmal hier den als richtigen linken Rand. Dann habe ich nur diesen Ast hier genommen, um im Hintergrund wieder die Wahnsinn, diese Weide. Weidelandschaft, wo man bis hinten in den Thüringer Wald reingucken kann. Also das, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich bin immer hier ratlos, wenn ich auf den Pocket hier drauf gucke. Jedenfalls, wir sind ja hier in der Rhön und hier hinten ist dann am Horizont ist tatsächlich schon der Thüringer Wald. Ja, das nächste Foto habe ich mir dann, ja gut, wie gesagt, einmal hier, das hier, dann habe ich nur den Ast genommen. Und dann habe ich das Ganze mal weggelassen und nur hier diese Graslandschaft im Hintergrund mit den Bergen. Bin ich selber gespannt. Übrigens hier hinten
sieht man es jetzt, das ist der Heidelstein. Und wenn man jetzt von der kalten Küche, also man parkt, wie gesagt, an der Schornhecke, läuft hier hoch zu dieser Gedenkstätte, kalte Küche, und läuft dann hier hinten diesen Weg hier entlang, dann kommt man zum Heidelstein. Von Heidelstein kann man runterlaufen, ist man, ja, was wird sein, 2 Kilometer am Roten Moor. Dann kann man das Rote Moor so ein bisschen besichtigen und kann dann entweder hier unten ist eine Asphaltstraße, oder man läuft eben das wieder zurück. Ist eine schöne, ja, vielleicht 10 Kilometer Tour müsste es sein, vielleicht auch weniger, 8 Kilometer. Ich kann es immer schlecht einschätzen, aber lohnt sich. Leute, wir hören uns. Meine Lieben, auch hier nochmal ein schönes Motiv, dieser schöne abgestorbene Baum, Hintergrund wieder die Wasserkuppe. Das Bildchen möchte ich mir auch noch mitnehmen. Ja Leute, das soll es gewesen sein heute. Ein schöner kurzer Vlog durch die Rhön. Eine kleine Runde gedreht am Parkplatz Schornhecke. Die Tour wisst ihr ja jetzt, ein paar schöne Bildchen. Ich bedanke mich wieder bei euch. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Viel Spaß mit den Bildern. Ich hoffe, die gefallen euch. Ja, in diesem Sinne. Ciao, ciao, euer Frankie. Habt eine gesegnete Woche, eine ruhige, schöne, gesunde Woche. Wie gesagt, geht raus, geht wandern. Wie gesagt, heute früh bei mir Nieselregen, wollte ich gar nichts machen. Dann bin ich hierher. Ihr seht das Wetter hier, unfassbar, hätte ich nie gedacht. Deswegen eigentlich nur das eine Objektiv hier dabei, die eine Kamera, ein Stativ. Ich war jetzt gar nicht drauf eingerichtet. Liebe Leute, in diesem Sinne, ciao, ciao, euer Frankie.